Partybeobachtung Nummer 2 hat einen sehr einfachen Titel. Sie heißt einfach nur Fete. Es sei ihr wichtig, sagt sie, dass ich mich benehmen solle. Ich war zuvor bereits einmal zu einer Fete des gleichen Freundeskreises gezwungen worden. Namen habe ich mir nicht gemerkt. Ich erwarte nicht viel für den Abend. Man könnte auch sagen, ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ja, sage ich. Ich trinke doch auch gerade nicht. Sie feiern Abschied und Auszug. Eine WG-Bachelor-Absolventinnen. Sie lösen die Wohnung auf. Sie gehen auf Reisen. Sie machen ihren Master in einer anderen Stadt. Sie schrauben neue Handtuchhalter an die Badezimmerwand. Die Serviettenringe haben sie schon. Ich solle unbedingt die Dips kosten. Auf solchen Partys gibt es immer viel Dips und trockenes Fladenbrot und mindestens 5 verschiedene Salate. Zurzeit sind Quinoa-Salate ganz groß in Mode. Auf jeder Party meint jemand, Quinoa-Salat mitbringen zu müssen. Quinoa kennen manche nicht. Das finden sie aufregend. In der Küche reden sie dann darüber, was drin ist. Ja, ja. Ohne frische Kräuter geht gar nichts. Die Gäste fragen an der Tür, ob sie die Schuhe ausziehen müssen. Zwischen ihren Sätzen kichern sie unsicher und der Gegenüber kichert auch und dann überreichen sie den mitgebrachten Salat. Rauchen nur vor der Tür, die Schuhe könnt ihr anlassen, hihi, und Vorsicht mit der Schreibtischplatte, die ist aus Glas und liegt nur so auf. Die Wohnung ist fast gänzlich ausgeräumt, geschlafen wird die letzte Nacht auf der Luftmatratze. An den Wänden hängen noch Fotos. Sie zeigen auf jedem Bild das Gleiche an unterschiedlichen Orten. Menschen, die Grimassen schneiden für die Kamera. In einem Zimmer wurden die Fotos für die Party extra umgehängt. Früher hingen sie über dem Bett, jetzt tiefer über der Luftmatratze. Ich erkenne es an dem dunklen Rand, den der Bettrahmen an der Wand zurückgelassen hat. Ich trinke O-Saft und habe schon alle Dips probiert. Ich bessere mich. Ich habe noch niemandem gesagt, was ich denke. Sandra hat schon 2 Becher Bowle getrunken. Auf ihrem Plastikbecher steht Sandra, geschrieben mit grünem Edding. Markus sei der Erste, den sie seit zwei Jahren wirklich toll findet, der Erste seit Adam. Und jetzt komme sie aus der romantischen Stimmung nicht mehr raus, sagt sie. Und dabei habe er, Markus, auch mal nicht so ein Bübchengesicht. Die ganzen Metal-Typen aus ihrer Schulzeit, die hatten ja alle einen Bart. Die haben sie unsensibel gemacht für die Bübchen, sagt sie. Aber Markus ignoriere sie jetzt immer, wenn sie ihn an der Uni sieht. Er sei so kalt, dass sie das Zittern bekomme. Und einen Tag später rufe er doch wieder an und dann bumsen sie. Der Raum, in dem getanzt werden soll, ist komplett ausgeräumt. Es gibt eine Lichtorgel und die Anlage klingt ziemlich schlecht. Die Rollladen sind geschlossen. Über der Zimmertür ist ein Pappschild angebracht. Tanzen gleich Schuhe aus. Wegen Parkett. Niemand tanzt. Sandra redet mittlerweile über das Heiraten. 4 Mädchen stehen im Kreis um sie herum und nicken. Ganz große, verständnisvolle Augen machen sie. Und Sandra sagt, dass sie Markus sowieso nie heiraten könne. Da liegen Essensreste und gebrauchte Löffel in der Küchenschublade. Sowas gibt's bei uns nicht. In einer Zeitung habe ich einen Artikel über tibetische Widerstandskämpfer gelesen. Sie betrinken sich jeden Abend in einer kleinen Kneipe bis zur Schmerzunempfindlichkeit und schlagen sich dann mit patrouillierenden chinesischen Soldaten. Um 1.15 Uhr kommt die Polizei. Danach darf keiner mehr zum Rauchen auf die Terrasse. Eine der Gastgeberinnen hat alle reingescheucht und dann die Tür abgeschlossen. Auf dem Heimweg trete ich gegen eine Straßenlaterne. Sie geht nicht aus. Vielen Dank. Ihr Applaus, meine Damen und Herren. Ihr Applaus für unseren ersten wundervollen Starter, Florian Steinhoff. So, da sind auch die Bücher.